Willkommen zurück zu Let's Play Spellforce The Order of Dawn für die Gamerinsel.de. Im letzten Part haben wir ein Goblin-Lager zerstört und ein Dorf vor irgendwelchen verdammten Höhlenorks gerettet. Und nun stehen wir endlich vor den Stadtmauern von Graufurt. Und ich würde mal sagen, wir erkunden diese Stadt doch erstmal ein wenig, bevor ich hier weiterspiele. Allerdings verteile ich meine Truppen hier so ein bisschen vor der Stadt, weil ich ganz genau weiß, dass etwas Böses passieren wird, sobald ich diesen Sartarius anspreche. Deswegen positionieren wir die hier mal in so einer Doppelreihe. Das Ganze sieht erstens episch aus und zweitens, bringt es das dann gleich. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. So, jetzt laufen wir erstmal hier so ein bisschen durch die Gegend. So, warte, ich muss mal gucken. So, ich würde mal sagen, ich zeige euch doch erstmal hier den Marktplatz. Genau, das machen wir. Ich zeige euch den Marktplatz. Er ist wunderschön episch. Einfach nur geil. Übrigens ist dann hier auch Graufurt. Also der Graufurter Marktplatz, dann auch der Marktplatz, an dem ihr am meisten dann einkaufen werdet im gesamten Spiel, weil hier einfach verdammt viele Spells auch erhältlich sind. Also wenn ihr euch einen Magier gebastelt habt, dann aber auch Waffen. Ja, dann könnt ihr hier auch für die Stufe 12 und so die ganzen Gegenstände kaufen. Das ist schon alles ziemlich epic. So, und hier sehen wir den Marktplatz und jetzt haben wir hier diesen Händler Drago Schwarz. Das ist jetzt zum Beispiel so einer, der verkauft dann, warte, ich zeige euch das einfach mal. Der verkauft dann Zauberschriften für die schwarze Magie, hier Aura der Trägheit zum Beispiel, also für Fluch und hier Tod und Weiß der Geier und Nekromantie und so weiter. Das brauchen, benötigen wir überhaupt gar nicht. Dann hätten wir hier zum Beispiel, der Zoran, so was verkauft der denn? Da ist hier Mentalmagie gedönst. Ja, und dann haben wir halt noch Elementarmagie und so weiter und so fort. Aber das ist dann halt sehr uninteressant für uns. Uns interessieren dann, warte mal weiter unten. Was ist das für eine? Ja, zum Beispiel das hier ist sehr interessant für uns. Ja, die verkauft dann schwere Waffen. Und da werden wir dann auch später einkaufen. Allerdings ist das jetzt hier noch total uninteressant für uns. Die Meisterklinge des Meuchlers zum Beispiel hier eine sehr gute Waffe. Ich gucke jetzt, wir benötigen leichte Kriegskunst. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir doch nicht die leichte Kriegskunst aneigne. Weil diese, die Waffe, die ist schon übelst. Die ist schon übelst, definitiv. Naja, komm. Warte, die finden wir auch, glaube ich, irgendwo. Die brauchen wir gar nicht zu kaufen. Noch ist alles übertrieben teuer, aber wir finden im Laufe des Spiels so viele Juwelen und Saphir und sowas. Das können wir dann alles zu Geld machen. Und ich gucke so einen kleinen Rundgang hier, so einen kleinen Rundgang durch Graufurt. Das ist jetzt nicht verkehrt, um so ein bisschen zu zeigen, was hier alles so abgeht. Aber viel Interessantes haben wir hier nicht mehr. Ich sehe jetzt, hier haben wir halt überall Händler in dieser Stadt. Haben wir hier noch irgendetwas? Ne, hier sind wirklich, das ist hier die Handelsstadt quasi. Also wenn man irgendetwas braucht, wird man es hier in Graufurt finden. Ich schaue jetzt mal. Ne, ich werde die Quest jetzt weiter verfolgen, weil hier jetzt nicht mehr viel Interessantes ist. Wie gesagt, das hier ist der Hauptmarktplatz. Also wenn ihr etwas braucht, hier werdet ihr es finden. Und wir gehen jetzt mal zum Sartarius. Zack. Ja, meine lieben Freunde, und da ist auch ein Seelenfels, den sollten wir aktivieren, um schneller nach Graufurt reisen zu können, wenn wir da etwas benötigen. Oh Leute, ich sag euch, das war eine ziemlich harte Woche. Wir haben uns am Sonntag, heute ist live. Das heißt, wenn ihr das heute guckt, dann habe ich es heute aufgenommen, weil ich einfach nicht zum Aufnehmen gekommen bin. So haben wir uns jetzt am Sonntag einen Hund gekauft, einen kleinen Welpen, 8 Wochen alt. Und glaubt mir, Leute, es war total viel Arbeit, in Stuben reinzubekommen und alles. Und jetzt haben wir den mittlerweile auch so weit, dass er jetzt nicht mehr in die Bude macht. Und da bin ich jetzt doch schon ein bisschen entlastet. Und glaubt mir, Leute, es ist schon eine Befriedigung, wenn dann der Meilenstein erreicht ist. Jetzt der Hund. Warte mal, was. Ah, ich halte jetzt meine Klappe, ich rede gleich weiter. Sartarius? Der bin ich. Und ihr müsst der Runenkrieger sein, den Rohn erweckt hat. Rohn befindet sich in großer Gefahr. Ich muss ihn sprechen. Er brach in Richtung Wildlandpass auf, zusammen mit seiner Leibwache. Die wird ihm nicht genügen. Ein anderer Magier des Zirkels ist hier. Er trat uns in den Bergen entgegen. Euer Bote war ein Verräter. Er führte mich geradewegs zu ihm. Ein anderer Zirkelmagier? Ihr Götter, wer? Eine dunkle Kapuze verbarg sein Gesicht. Und der Verräter? Tot. Der dunkle Zirkelmagier gab ihm diese Schatulle für die Anführer der Schwarzen Faust. Die Schwarze Faust? Unmöglich! Das würde bedeuten... Zu den Waffen! Zu den Waffen! Höhlenorks! Sie kommen vom Schattenpass her!
Orks? Sie müssen euch aus den Bergen gefolgt sein. Rasch! Der Orden muss sich an der Verteidigung beteiligen. Das Stadtgesetz verlangt unser Eingreifen. Übernehmt das Kommando über diese Ritter. Zu eurem Befehl. Folgt dem Soldaten zum Tor. Kehrt zu mir zurück, wenn der Angriff abgewehrt ist. Viel Glück. Folgt mir. Da sind sie. Sie kommen vom Schattenpass her. Jeder, der genauer zugeguckt hat, der weiß, dass die einfach aus dem Nichts gespawnt sind. Schöner Schattenpass. So, und genau deshalb habe ich meine Truppen hier stehen lassen. Und ich sehe gerade, die sind gerade übelst down. Ach ne, gar nicht. Das sah jetzt einfach nur so aus. Komm, mach mal hin hier. Mach mal diese ganzen Höhlen aufs Platz. Dann hören wir diese Geschichte nämlich auch durch. Durch, meine lieben Freunde. Mein Questbuch wurde aktualisiert. Was steht denn jetzt an der Grütze? Angriff der Höhlenorks. Verteidigt die Stadt gegen die Orks. So, da sind wir gerade dran. So, und das war's auch schon. Haben wir viele Männer verloren? Ja, es geht. Hält sich in Grenzen. Und diese Ordensritter, die wurden uns dann quasi zur Verfügung gestellt. Was machen die denn jetzt? Hören die nicht mehr auf mich? Doch. Die wurden uns zur Verfügung gestellt. Normalerweise, keine Ahnung, ob man seine Rekruten und seine Speer dann irgendwo unten stehen lässt und man dann alleine nach Graufurt zieht. Also, ich mache das schon immer automatisch, dass ich die mit nach oben nehme. Auch als ich jetzt noch nicht wusste, dass der Angriff stattfindet. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Gehen wir jetzt einfach mal weiter. Was ich eben noch sagen wollte, genau, der Welpe, stubenrein, richtig. Und jetzt ist er brav und lieb. Und ja, jetzt macht das Ganze auch viel mehr Spaß mit dem. Man geht jetzt auch viel mehr raus als vorher. Und deswegen lässt man dann andere Sachen so ein bisschen schleifen. Aber das ist dann auch nur halt die ersten 2 Wochen während der Erziehung. Und sobald das Ganze dann sich normalisiert hat, quasi, kann ich dann auch wieder ganz normal meine Let's Plays dann auch meinen Kanal auch weiterführen. Weil momentan lasse ich es schleifen, also ich habe momentan nur noch ein Projekt mit dem, das Starboard-Projekt mit dem Zuser zum Beispiel. Und lasse es mega schleifen gerade. Aber wie gesagt, es normalisiert sich dann, sobald der Hund dann wirklich stubenrein ist und man auch viel mehr mit ihm anstellen kann. Und fuck, ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet jetzt hier. Scheiße. Ich will nur 20 Minuten machen. Ist ja auch egal. So, wir gehen jetzt mal hier erstmal zum Seelenfels. Aktivieren diesen und labern Sartarius an. Gute Arbeit, Freund. Nun lasst uns überlegen, was weiter zu tun ist. Jemand muss Rowan folgen und ihn warnen. Ei. Und ich glaube, ich weiß auch schon wer. Aber zeigt mir zunächst die Schatulle, von der ihr erzählt habt. Hier. Der dunkle Magier gab sie dem Boten. Sie enthält die Pläne für einen Angriff. Lasst sehen. Sie ist mit einem magischen Siegel verschlossen. Wenn ihr das Losungswort nicht kennt, wird sie sich nicht öffnen. Kann sie mit einem Zauber aufgebrochen werden? Ja, jedoch dieses Siegel wurde von einem Zirkelmagier erstellt. Und nur ein Zirkelmagier kann es brechen. Dann muss ich die Schatulle zu Rowan bringen. Ei, seht dies als eure erste Aufgabe als Kämpfer des Ordens. Welchen Weg wird Rowan einschlagen? Er wird wohl zuerst Darius, den Kartografen in Lianon, aufsuchen. Darius hat schon lange von einer Bedrohung jenseits des Passes gesprochen. Dieses Schreiben wird euch das Tor nach Lianon öffnen. Und diese Rune hier mag euch ebenfalls nützlich sein. Fragt Darius nach Rowans Verbleib. Sucht Rowan und warnt ihn. Wenn der dunkle Magier ihn zuerst findet, dann mögen die Götter uns gnädig sein. So, jetzt können wir wieder interagieren und ich frage natürlich alles. Fangen wir mit eins an. Was ist die Schwarze Faust? Die Schwarze Faust ist eine Bande von Söldnern und Plünderern unter der Führung eines Kriegsveteranen namens Brannigan. Bislang waren sie nur eine Bande von Räubern. Ein Ärgernis, nichts weiter. Doch seit einigen Wochen gehen beunruhigende Berichte ein. Man erzählt von ganzen Heerscharen, die sich unter ihrem Banner sammeln. Ausgestattet mit besseren Waffen, stärkeren Rüstungen und neuen Befehlshabern. Irgendjemand unterstützt sie. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Wie komme ich nach Lianon? Begebt euch zum nordöstlichen Ende der Stadt.
Dort findet ihr ein Tor, das von Soldaten des Hauses Leonida bewacht wird. Gebt den Soldaten mein Schreiben. Sie werden das Tor für euch öffnen. Dahinter findet ihr das Portal nach Lianon. Was sind das für Portale? Die Portale sind magische Verbindungen zwischen den Inseln. Sie sind der einzige Weg, um von Land zu reisen und die gewaltigen Entfernungen dazwischen zu überwinden. Woher kommen sie? Rohan hat sie gefertigt. Wir wissen nicht viel über sie, nur dass er 6 Jahre fort war und sie in allen Ländern errichtet hat. Dabei machte er keinen Unterschied zwischen den Völkern des Lichts und der Finsternis. Ebenso wenig wie zwischen Völkern und Kreaturen. Sein Wunsch war es, dass diese Welt wieder eins werde. Deshalb benötigen wir die Torfesten. Was ist das Haus Leonida? Leonida ist eines der 5 großen Fürstenhäuser Northanders. Es kontrollierte einst die grünen Lande nördlich von hier bis zur Küste Fiaras. Nun beherrschen sie nur noch die Insel Lianon und sind das kleinste der noch existierenden Häuser. Die anderen Häuser sind Utran, Halit, Wulfgar, denen diese Stadt hier gehört, und Iskander, das allerdings ausgelöscht wurde. Wofür steht der Orden des Erwachens? Der Orden steht für den Neubeginn, den Aufbruch in eine neue Zeit. Rohan selbst hat ihn ins Leben gerufen, um ihm beim Ordnen der neuen Welt zu helfen. Wir sind Beschützer, Lehrer und Baumeister. Unsere Aufgabe ist es, den neuen Reichen zu helfen. Selbst die dunklen Völker erkennen uns an. Doch es gibt viele in unserer Mitte, die nach mehr streben, nach Ruhm, nach Macht. Doch Rohan wird die Geheimnisse seiner Magie nie preisgeben. Er hat erlebt, wozu sie imstande ist. Dennoch keimen Zwist und Neid unter den Ordensbrüdern. Ihr solltet euch davon allerdings nicht beirren lassen. Konzentriert euch nur auf eure Aufgaben. So, es wird wie jedes Mal immer viel gelabert und endlich sind wir da durch. Und jetzt kriegen wir sogar unsere erste Nebenquest. Wenn der Typ mal hier wäre, der Gabba, den sprechen wir mal an. Und das ist mal eine verdammt geile Nebenquest. Das ist auch so eine langwierige. Was? Oh, seid gegrüßt. Entschuldigt, ich bin sehr beschäftigt. Ihr seht mir eher verängstigt aus. Was? Nein. Ja, vielleicht. Kann ich euch helfen? Was? Ja, nun... Seht, mein Meister, der Magier Tarnard, ist unzufrieden mit mir. Ständig schikaniert er mich mit unmöglichen Aufgaben und jetzt... Und jetzt hat man mir auch noch des Meisters Augengläser gestohlen. Ich wollte sie zum Richten bringen, da wurden sie mir aus der Hand gerissen. Ich verfolgte den Dieb, doch er lief in die Berge. Dorthin, wo all die schrecklichen Kreaturen hausen. Was soll ich jetzt nur tun? Meister Tarnard bringt mich um. Bitte, haltet Ausschau. Vielleicht findet ihr den Dieb. Bringt die Augengläser zu mir, bevor der Meister etwas merkt. Bitte. Erstmal bei aller Liebe, wie kann man nur so ein Lappen sein? Guckt euch den Typen mal an. Ey, der ist übelst hässlich und seine Stimme... Ach, ihr sagt gar nichts mehr. Wahnsinn. So, die Augengläser, die haben wir jetzt bereits gefunden bei diesem Strauchdieb. Da. Diese Augengläser fand ich bei einem Dieb in den Bergen. Aonirs Gnade, das sind sie. Jetzt kann ich endlich... Nein, kann ich nicht. Ich vergaß. Was? Ich habe letzte Woche den magischen Federkiel des Meisters zerbrochen. Und vor lauter Aufregung hatte ich vergessen, dass ich noch Ersatz besorgen muss. In Graufurt gibt es genügend Händler, denke ich. Nein, nein. Solche Federkiele sind äußerst selten. Sie wurden nur vom Zirkel selbst und der Talindischen Gilde gefertigt. Kein Händler hier führt so etwas, glaubt mir. Es ist zum Verzweifeln. Ich weiß zwar nicht, ob ich auf meinen Reisen viel mit Federkielen zu tun bekomme, aber ich werde euch im Gedächtnis behalten. Ja, bitte tut das, Krieger. Sollte euch ein ungewöhnlicher Federkiel unterkommen, dann bringt ihn zu mir. Vielleicht habt ihr ja Glück. Ja, wir werden sogar bestimmt Glück haben. Und wie gesagt, das ist eine verdammt langwierige Quest, Nebenquest. Das
zieht sich durch mehrere Maps dann immer, wenn ich ihm jetzt den Wiederkill bringe, dann hat er wieder was und dann hat er wieder was. Ein richtiger Lappen halt, der kriegt nichts auf die Reihe, der Kerl. Kriegt nichts geschissen. Deswegen werden wir ihm so ein bisschen unter die Arme greifen. Auch wenn das ein richtiger Lappen ist. Ich mag den Gabber. Einer meiner liebsten Nebenquests, weil ich es einfach schon 100.000 Mal gemacht habe und in- und auswendig kenne. Einfach nur episch. So, und wir werden unseren Weg jetzt erstmal direkt nach... oder wir begeben uns erstmal direkt nach Lianon. Weil hier gibt es erstmal gar nichts zu holen. Deswegen sprechen wir den Ritter hier an. Lianon ist Kriegsgebiet. Kein Durchgang ohne... Ich habe ein Schreiben des Ordens. Zeigt her. In Ordnung. Ja, ich möchte jetzt hier nicht jedes Gelaber mir 100 Jahre anziehen. Man konnte es ja lesen und wenn ihr es lesen wollt, könnt ihr ja dann Stopp drücken oder sonst irgendetwas. Ich meine, die Sprachausgabe ist schon alles so schön und gut, aber boah, das ist alles so, boah, ich kenne das. Und ich denke mal, dass Leute nur diese Let's Play gucken, die mit diesem Spiel auch vertraut sind. Also ich glaube jetzt nicht, dass irgendwelche Newbies dann Spellforcer oder auf Down oder sonst irgendetwas suchen würden und eingeben würden. Das Spiel ist dann halt schon was älter und ihr werdet schon wissen, was abgeht. So, mit diesem Portal, oh, warte mal ganz kurz. So, das hier ist ein Portal und mit diesem Portal können wir dann halt durch die verschiedenen ganzen Maps reisen. Und auf Lianon werden wir dann auch ein paar Seelensteine finden und später können wir dann diese dann benutzen. Zum Beispiel vom Seelenstein Lianon bis zum Seelenstein Graufurt zu gelangen. Da braucht man diese Portale nicht mehr, das ist dann um einiges angenehmer. Aber um eine neue Map das erste Mal zu betreten, müssen wir durch dieses Portal. Und wir haben hier vom Sartarius eine Rune bekommen. Das habe ich auch schon mal erwähnt. Und zwar ist das hier ein Krieger, der Krieger Kurt. Man sieht dann hier seine kompletten Fähigkeiten. Er beherrscht die schwere Kriegskunst 1, große Klingenwaffen, das kann ich auch. Und dann halt die ganzen Attribute, die ihm zugewiesen wurden, laufen und so weiter und so fort. Und ich kann ich jetzt hier einfügen. Und jetzt haben wir hier den Krieger Kurt und jetzt können wir den mit unserem Kram ausrüsten. Und ich gebe ihm natürlich das Beste. Er soll mir eine Hilfe sein und kein Klotz am Bein. So, wir haben eine Rüstung für ihn, haben wir auch eine schicke Hose. Warte mal. Ach, die Hose tragen wir selber auch. Deswegen passt das Ganze. So, der bekommt natürlich auch einen Helm. Sortieren den Scheiß, damit hier keine Unordnung reinkommen. So, 4, 7, 2, 5. Natürlich nehmen wir diese Waffe. Kein Ring, sonst nichts. Alles klar, sortieren. So, und schon haben wir einen kompletten Kumpanen. Und den können wir dann auch in Lianon rufen. So viel aber gleich. Ja, ja. Und so, wenn man dann halt das Portal betretet, dann kommt dann der Loading-Screen und... Puff, wir wachen auf oder sind dann direkt in Lianon. Willkommen in Lianon, meine lieben Freunde. Willkommen. Und auf dem Weg bis zur Stadt müssen wir so ein paar Goblins hier fisten. Das machen wir aber auch mit deiner Hand im Arsch. Alles kein Thema. Wir haben sogar so ein riesen Fleischermesser, ne? Yo. So. Dam, dam, dam. Da, dam, dam, dam. Das ist ein Hinterhalt. Das ist ein Hinterhalt. Oh yeah, ein Hinterhalt. Zack. Leute, ich bin heute so ein bisschen, ich weiß nicht, wie soll ich das erklären? Unkreativ? Ich weiß nicht, was ich jetzt hier irgendwie erzählen soll. Deswegen fülle ich den Content jetzt mal so ein bisschen mit Trash-Gelaber, weil ich einfach wirklich, ich habe keine Ahnung. Ich bin so unkreativ heute, ich weiß gar nicht, was ich überhaupt hier erzählen soll. Ich labere jetzt einfach nochmal hier so ein bisschen rein, so um das Ganze jetzt so interessanter zu gestalten. Und, warte mal, vielleicht finde ich ein Thema, worüber wir sprechen könnten. Und ich sehe gerade hier die Map, die ist irgendwie erschreckend krass aufgedeckt schon. Obwohl ich an diesen Ort noch gar nicht war, wie ihr hier sehen könnt. Aus welchem Grund auch immer. Kriege ich nicht in den Schädel. Man sieht hier ja auch die ganzen Gegner schon alle. Kann man so ein bisschen spoilern. Ne, wir haben eine Truhe, lass mal dahin latschen. Komm, mach hin, ne? Mach hin, mein lieber Gaming-Dude. Zack. Ah, natürlich hier weiße Magie und so ein Dreck. Guck mal, alles in die Gebruche. Klasse. Ah, warte mal, was ich eben nicht geguckt habe, ist, ob ich einen Ring benutzen kann. Aber das schaut... 6-8. Oh, auch 6-8. Warte mal, kann der Curti nutzen? Ah, nicht. Schade. Schade. So, wir gehen natürlich hier erstmal unten lang, bevor wir jetzt hier mit Darius labern. Zack, hier unten waren noch so ein paar Verbrecher und die haben dann auch wahrscheinlich hübsche Gegenstände für uns, die wir sehr gut gebrauchen können. Und was wollte ich sagen? Ach ja, Leute, habt ihr das mit dem Michael Schumacher mitbekommen? Oh, der arme Kerl, also man muss hier ehrlich mal sagen, ich habe meine drei Parts, die ich hier für die Gamerinsel aufgenommen habe, das war alles noch vor dem Unfall. Da haben wir sie schon aufgenommen gehabt und hochgeladen. Und das ist heute live und jetzt kann ich auch erstmal nicht darüber sprechen, auch so ein bisschen, ne? Ich bin ja... So ein großer Michael Schumacher-Fan. Das
seitdem er Ski fährt. Und ja, das ist schon alles sehr traurig, das Ganze, ne? Also schreibt es in die Kommis, wenn ihr genauso betroffen seid wie ich. Und die Warzhaut, was ist das denn? Na, er hat irgendwas hinterlassen. Einen kleinen rostigen Schlüssel. Können wir bestimmt irgendwo gebrauchen für eine Quest. Und wir bekommen hier irgendwelche verdammten Schriftrollen oder Magierrollen. Die können wir alle gar nicht gebrauchen. Ah, ist das bitter. Ich hätte gerne so ein schickes Schwert oder Rüstungsteile. Das wird auch um einiges geiler. In unserem Fall. Und wir begeben uns jetzt endlich in Richtung Stadt, weil hier ist nichts mehr. Oder? Nö. Nein, hier ist nichts mehr, deswegen gehen wir einfach mal und... Oh, die Hirsche. Ein Reh, warte mal ganz kurz. Reh und Hirsch. Der Hirsch ist doch der männliche Teil hier von diesen Gedönsen hier, ne? Also ich kenne mich da jetzt gar nicht so aus, so mit Wild. Keine Ahnung. So, und hier hätten wir auch schon den Darius, einen Inhalt unserer Hauptquest. So. Jop, und sucht Darius. Wir haben Darius gefunden, aber das Ganze machen wir dann im nächsten Part. Meine Zeit ist langsam zu Ende. Ne, die ist zu Ende. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und tschüss.